Jump wieder hier, willkommen Leute, willkommen zurück zum zweiten Teil von Big Bang Empire mit Lecky Loletta. Ich war gerade austreten und musste mir anhören, wie mein hässlicher Nachbar seine hässliche Alte durchvögelt. Jetzt ist mir ganz übel. Sie ist auch nicht sonderlich leise, aber ich habe sie gesehen und das will man sich nicht vorstellen, ja. Also wie auch immer. Ich habe gerade eben noch einen kurzen Kampf gemacht mit einem muskelbepackten Zero-Brainer, würde man so sagen. Und, ich habe hier einen Erfolg. BN doppelt gehauen, ja. Da bekomme ich einen Gegenstand, was ist da drin? Das wollen wir haben, oder? So, machen wir die Tür zu. Und was ist das jetzt? Boxenluder Overall für Kartrennen. Kann ich wohl noch nicht anziehen. Doch, könnte ich anziehen, aber da sieht man schon, wie die Attribute sich verschlechtern. Minuskraft. Nee, das lassen wir erstmal. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal noch, ob wir eine kleine Mission erledigen können. Fähigkeitsmission. Kampfmission. Gut, machen wir eine kleine Fähigkeitsmission. Eine gute Kondition ist in der Pornobranche unabdingbar, das weißt du. Doch wie fit bist du eigentlich? Ein paar Runden um den Block sollten zeigen, ob dir die notwendige Ausdauer für einen Pornobranche ist. Starten. 5 Minuten. Das werden wir natürlich verkürzen. Mit 10 Diamanten. Ja, geschafft, oder? Alles klar. So. Ah, wir sind nicht aufgestiegen. Was ist das? Fähigkeitsmission. Ja, die machen wir auch noch schnell, oder? Vor dem Loophole treibt ein selbsternannter Sittenwächter sein Unwesen, der mit seinen Tiraden die Gäste vertreibt. Rocco möchte, dass du dich darum kümmerst. Jetzt ist das Köpfchen gefragt. 5 Minuten. Das verkürzen wir. Und jetzt steige ich bestimmt auf. Aufgestiegen. Und haben wir schon wieder einen Erfolg, da siehst du. Oh, 2 sogar. 47 Scheine. Und 47 Scheine. So, dann vergeben wir mal ein Pünktchen hier. Ein Kraft und was war es? Ein Charisma. So. Wie machen wir weiter? Wie kannst du deine Frisur anpassen? Habe ich eigentlich ja schon gemacht. Gut, dann nehmen wir... Ah, das kostet Steinchen. Aber ich glaube, das gehört auch zum Erfolg, oder? Warte mal. Die? Okay, ich wusste, das war ein Erfolg. 27 Scheine. Eigentlich hätte ich ja wieder die Frisur, die ich, also hätte ich gern wieder die Frisur, die ich eben noch verteilt habe. Schau dir die Rangliste an. Auch mal wieder ein Erfolg fertig. Okay. Das interessiert uns jetzt gerade nicht. Und schon gibt's wieder was. 27 Scheine. Besuche ein Spielerprofil. Wie macht man das? Filmdreh, ein Studio, Rangliste. Da, wenn man sich kloppen will. Dann kann man doch so ein Profil besuchen, oder? Nee. Wo sind denn die Spielerprofile? Na egal, das machen wir später mal. Wollen wir noch mal kurz in den Shop rein? Nein, lasst uns mal einen Film drehen. Geld habe ich. Benötigt ein Studio. Komm, drehen wir erstmal eine Billigproduktion. Ja, komm. Ach, das kostet alles Geld. Ist ja Wahnsinn. Ich habe nur ein Hotel übrig. Okay.
Ah, neuer Titel. Schlüpfrige Schweinereien bis zum Morgengrauen. Nee, das ist gut. Gestalte das Titelmotiv für deinen Film. Layout. Das kostet alles Kohle. Seid ihr besoffen? Das kann ich mir gar nicht leisten. Und der Rahmen kostet ja schon. Ja, okay, dann machen wir ganz schnell noch eine Mission. Schade. Nein, ich will kein Duell, ich will hier Mission. Zeitmission, Fähigkeitsmission. Komm, gehen wir mal einfach ganz schnell durch. Was ist das denn? Ich aktiviere jetzt Jagdinstinkt. Was kostet das? 19. Nee. Mission erneuern. Das kostet doch auch wieder was. Ich wusste es. Komm, machen wir den Krempel mal hier. Die ist einfach. 6 Minuten. Also man sieht, die Zeit der Mission erhöht sich mittlerweile. Die haben wir auch geschafft, bin mir ziemlich sicher. Also die Zeit der Mission erhöht sich mittlerweile und wir werden wohl in Kürze davor stehen, dass wir wohl Diamanten kaufen sollten müssten. Kampfmission oder nochmal Fähigkeit von Kampfmission? 2 Minuten. So, die machen wir auch fertig. Das gucken wir uns mal an, wie er aussieht. Oh, der ist hart drauf, oder? Typ in Freizeitkleidung. Komm, ich habe Geld dafür ausgegeben. Fertig. Oh, kaputt. Ja. Nachdem sich dein Gegenüber mehrmals entschuldigt hat, sucht er das Gespräch mit dir. Er geht einen Block gemeinsam, als er sich mit dir verabreden will. Du hast ihn immer exzellent. Und immer noch nicht aufgestiegen. Naja. Ich würde ja schon gerne so ein Filmchen mal drehen jetzt. Mission und Partys, was ist das hier? Fähigkeitsmission. Komm, mit der steigen wir auf, oder? Fähigkeitsmission einfach. 5 Scheine. Was wollen wir mit 5 Scheinen? Was haben wir denn noch so? Dein Chef Rock beauftragt dich damit, in der kleinen Mall im Stadtzentrum Flyer auszuteilen. Morgen kannst du den schlüpfrigen Porno. Morgen zeigt ihr den schlüpfrigen 3D-Porno. Das machen wir, oder? So. Abgeschlossen. Naja, du bist auch langsam knapp mit den Diamanten da. 6. So, diesmal nehmen wir hier und hier. Gut. Jetzt bin ich mir nicht sicher, könnte ich mir jetzt den Film drehen? Gehen wir es nochmal. Wo bin ich denn hängen geblieben? Also weiter, ja. Layout. Nein, so soll der gar nicht aussehen. So auch nicht. Wir nehmen einfach das mit den Diamanten. Nee, das ist das scheiße. Das sieht ja auch für den Arsch aus. So. Ja, so ist das besser. Ausschnitt. Oh. Das ist tatsächlich der Ausschnitt. Nee, sie soll schon zu sehen sein. Hintergrund. Das sieht ja creepy aus. Der Rahmen sieht ja für den Arsch aus. Diese Filmrolle, ja, das nehmen wir. Den Hintergrund. Ich nehme den da. Das sieht ja alles beschissen aus. Was ist das denn? Ne, das sah gut aus. Naja, mehr oder weniger. Weiter. Kostet 479. Wohoho. Können wir leider nicht machen. Dann müssen wir noch irgendwas anderes machen. Gab's für ein Duell Scheine? Ich weiß das gar nicht mehr. Ne, da gab's einen Ruhm, oder? Dann müssen wir noch schnell eine Mission machen.
Kampfmission. 2 Minuten, 11 Scheine, das ist ja nix. Ja, ich denke mal, da müssen wir tatsächlich arbeiten gehen. Verdammte Axt. Gut, was gibt's denn dafür? Oh, 12 Stunden kann man auch arbeiten. 171 Scheine. Gut, würde ich sagen, nehmen wir erstmal einen Job an. Sonst wird das ja nichts. Wir wollen ja unseren Film drehen. Nicht wahr? So, würde ich sagen. Gut, wir können ja morgen Abend weitermachen. Was ist das hier? 24 Stunden? Das wäre ein ganzer Tag. Na, na. Vielleicht will ich mal ein bisschen früher morgen aufnehmen. Machen wir mal 18 Stunden, oder? Das sind 213 Scheine, da kann man endlich den Film drehen. Wie viel hat der gekostet? 428, das war das, ne? Irgendwie sowas. Übrigens gibt es hier eine tägliche Belohnung, habe ich gesehen. Ich habe 27 Scheine schon bekommen. Also, wenn man wiederkehrt, je öfter man wiederkehrt, ne? Desto mehr gibt es wahrscheinlich. Nehme ich mal an. So, komm, wir machen 20 Stunden. Aber 220 Scheine, das sollte dann noch reichen. So. So, fangen wir mal an zu arbeiten. Und ja. Dann sage ich mal, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und ja, keine Ahnung. Ich bin zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt hier gefällt oder nicht. Aber ich habe schon Schlechteres gesehen. Ich schätze mal, bisher ist es in Ordnung. Also wird bestimmt noch unterhaltsamer, wenn man dann schon weiter fortgeschritten ist, ein bisschen mehr Sachen machen kann, ein eigenes Studio hat und sowas alles. Da soll es ja noch richtig groß werden und wir wollen ja ein Star werden. Also wird da wohl noch einiges kommen. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge.